Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 4. Wir haben beim letzten Mal den kleinen Salazar besiegt und haben gesehen, dass Ashley auf eine Insel verschleppt wurde. Und ich denke mal, dass wir da jetzt hinkommen werden. Need a ride, handsome? Okay. Ada, euch liebe sie, wie schön. Sie bringt uns also jetzt auf die Insel. Na, da bin ich mal gespannt, was zwischen den beiden so abgeht auf dem Boot. Business to take care of. See you later. Women. I hate to break it out to you, but Salazar's dead. Yes, it seems that way. Sadler, why don't you give up and let Ashley go home? Perhaps you are disillusioned with overconfidence, just because you killed my small-time subordinate. Sadler, you're small-time. Oh. Writhe in my cage of torment, my friend. Na toll, jetzt haben wir Salazar besiegt und haben jetzt den nervigen Settler persönlich an der Backe. So, welche Waffe nehme ich überhaupt? Ich glaube erstmal die Pistole. Ich könnte mir diesen Koffer stundenlang angucken. Es sieht einfach so schön aus, weil ich endlich mal so viele Munition habe. Und die kann ich auch sehr gut gebrauchen, denn ich weiß noch, dass es hier auf dieser Insel nicht unbedingt leicht wird. Und von daher bin ich echt froh, dass ich bei Salazar den Raketenwerfer genutzt habe, um halt da ein wenig einzusparen. So, wo gehe ich jetzt hin? Gehe ich hier lang? Da oben sind zwei Kisten. Komme ich denn hier? Ah, ich kann da raufklettern. Geld, okay. Huch. Was ist das denn? Du erhältst Smaragd. Okay, aber ich glaube, hier geht es überhaupt nicht weiter, ne? Oder? Nee, da komme ich ja nicht rüber. Okay, dann muss ich wohl doch da vorne über dieses Brett. Und ich finde diese Hintergrund... Was? Ich wollte gerade sagen, ich finde die Hintergrundmusik hier immer so cool. Was? Wo ist denn hier Ashley? Was willst du denn? Ach Gott, sie lässt dich wieder wegtragen. Ach Ashley, warum machst du das denn immer? Von hier schon Gegner sehen, denn ich meine mich erinnern zu können, dass hier ziemlich viele Gegner kamen. Oh oh. Oh oh. Ich sollte zurück. Kann es sein, dass die sehr schnell sind? Huch. Na toll, jetzt habe ich mir natürlich... wahrscheinlich einiges an Muni durch die Lappen gehen lassen. Also das, was die gedroppt hätten. Aber ich habe auch ein bisschen was eingespart. Hoffe ich. So, jetzt ganz vorsichtig, denn das ist hier ziemlich verwinkelt. Und man kann schlecht sehen, wo sich die Gegner hier rumtreiben. Ich mag das ja so gar nicht, wenn hier welche teilweise von hinten kommen. Oh nein. Zwei? Was? Waren das jetzt zwei oder sah das gerade nur so aus? Wow. Okay, der haut natürlich mega rein, ne? Ich nehme mal das hier. So, ich glaube... Ich
glaube, hier kommt man irgendwo hoch. Jetzt kann ich nicht mehr zurück. Wo ist der Kerl da? Was? Es ist doch nur der eine. Trifft er den überhaupt? Nee. Okay, Leon, ich glaube, auf diese Distanz ist es einfach hier mega blöd. Was mache ich jetzt? Ich nehme das und noch einen davon. Ey, was? Was geht denn mit dem ab? Was? Bitte? Ich sollte vielleicht versuchen, irgendwie nach oben zu kommen. Ja, ja, das kann ich jetzt mal wegdrücken. Ich sollte versuchen, irgendwie eine Leiter hochzuklettern, damit ich oben bin und ihn dann aus der Nähe töten kann. Auch wenn das vielleicht ein gewagter Versuch ist. Was war das denn? Meine Güte. Leute. Lebt der noch? Ja, der lebt noch. Wow. Kannst du mal bitte sterben? Dankeschön. Und du hinterlässt gar nichts. Na, super. Ja, okay. Ich glaube, ich rüste auch direkt mal die hier aus. Und dann versuche ich hier hochzugehen. Weil ich glaube nämlich, wenn der Typ hier mit seiner... Oh. Sie können ja eigentlich nur über die Treppe kommen, ne? Das ist doch logisch. Das Problem ist, dass ich jetzt den... ja, ich glaube, das bringt mir noch nichts. Dass ich jetzt noch nicht angetriggert habe, dass dieser Kerl kommt. Aber es hört sich doch hier so an... Es wäre da noch irgendwo einer, oder? Mann, hier sieht man ja auch gerade gar nicht. So verwinkelt ist es. Mal hier runter. Ja, jetzt kommt er. Okay, genau da, wo ich eigentlich bin. So, der wird jetzt, ja, der wird jetzt hier nach oben kommen. Ich könnte natürlich dann hier wieder runterklettern. Und dann wieder über die... Oh! Leiter nach oben. Wow, das... Wow. Das bringt's ja enorm. Bitte, was? Ist der Typ irgendwie ein bisschen crazy? Ich schau mal, ob die Blendgranaten was bringen. Man den da für kurze Zeit erstmal ruhig halten kann. Tot? Ach, das war's schon. Okay. Das hatte ich schwieriger in Erinnerung. Ach, Mensch. Na, komm, jetzt kann ich auch wieder die normale Pistole nehmen, glaube ich. So, es ist noch Musik zu hören. Das heißt, hier werden irgendwo noch welche rumschwirren. Ich glaube, ich gehe erstmal runter. Und erkunde hier... Oh, hallo. Ah, da hinten ist noch einer. So, der kommt von da hinten. Was? Wo? Von wo kommt ihr? Ich hole mir erstmal das Geld hier. Ah. Oh Gott, da ist einer drin, aber ich wollte mir eben das Geld holen. Na komm, du triffst mich doch eh nicht. Komm raus. Wow. Was? Ja, das war ja klar, ne? Rennt die?
rennt die Sau einfach mal auf mich zu. Und hat dann auch noch einen Parasit im Kopf. Das gibt's ja wohl nicht. Oh, Bogenschütze, Armbrusttyp, wie auch immer. Ist es der? Nee, der ist es nicht gewesen. Ich sollte vielleicht nochmal eben was nehmen. Na, ich hoffe, das reicht fürs Erste. Wo ist denn der? Wo ist denn der mit der Armbrust? Wäre doch gerade einer Pfeile auf mich abgeschossen, oder? Ich höre... Ah, da bist du. Zwei. Na, kommt. Da hinten auch noch einer. Mensch, wie viel ist denn hier los? Oh, oh. Ich glaube, hier sind überall noch welche. Kann ich von hier oben irgendwas reißen? Seid ihr denn? Ich sehe hier gerade mal so gar nichts. Ist da... Oha! So viel zum Thema! War klar. Au. Au. Damit habe ich nicht gerechnet. Das war gemein. Das hört sich auch immer so an, als wären die verdächtig nah. Sind dann... Oh Gott, mit Schild. Leon. Ja, war auch klar eigentlich. Hallo? Stirb mal. So, ich höre immer noch was. Ich glaube, noch bin ich nicht hundertprozentig sicher, ne? Grünes Kraut. Jetzt nochmal schnell hier rein. Hier ist auch nichts. Da hinten vielleicht noch einer? Oder war es das echt? Ja, doch, vielleicht war es das schon. Dann nehme ich das nochmal mit und gucke mir nochmal den Reflektor hier oben an. Diesen drehbaren. Ja, denn irgendwie müssen wir das Tor öffnen. So, ist drehbar? Ja. Ach, wie war das noch gleich? Nee, ich muss wahrscheinlich erst zur Tür, ne? Ich muss wahrscheinlich erstmal die Tür untersuchen. Ah! Aha! Okay, der muss natürlich noch gedreht werden, beim anderen passt es schon. Kommt uns jetzt keiner mehr in die Quere? Das wäre ja echt schön. So, ja bitte, ich möchte ihn drehen. Ach so, ah, ich kapier's. Ich kapier's, natürlich. Der andere muss erstmal hier drauf. Ja, okay. Ist ja auch eigentlich nur logisch. So, dann... Drehen wir hier mal. Ja, bitte, ich möchte ihn... So. Nein, ich glaube, das war noch nicht ganz richtig. Es hat sich gerade noch ein bisschen zurückgedreht. So. Jawohl, jetzt wird ein Schuh draus. Ja, doch, also diese Hintergrundmusik ist cool. Aber macht auch so ein bisschen hektisch, finde ich. So, dass man denkt, Hilfe, da ist doch noch was. So. Ist auch einfach super, dass die sich hier so einen total krassen Türmechanismus gebaut haben. Damit auch bloß keiner einfach so eindringt.
und sieht, was die Herren hier so vorhaben. Ah, so unein... Was? Wow. So uneinsichtige Gänge, wo man nicht wirklich sehen kann, was kommt gleich und was ist hier. Das mag ich ja gar nicht. Aber ich mag grünes Kraut. Und ich mag auch Geld. Okay, können wir von hier irgendwie was machen? Nein. Wow. Ist das der Einzige? Nein. Weg mit dir. Weg mit dir. Das war klar. Und das war's mit meiner Gewehrmuni. Mensch, das ging ganz schön schnell. Ich habe jetzt die jetzt so oft genutzt. Habe ich gar nicht bemerkt, dass ich da jetzt so viel verschossen habe. Was? Wo sind wir denn hier? Komme ich hier irgendwie raus? Ich kann mich gerade gar nicht dran erinnern. Achso, hier ist eine Leiter. Ich höre doch schon wieder einen mit so einem Elektrostab. Aber es ist nicht der hier. Na komm, mein Lieber. Stirb. So. Was ist hier noch? Ach, hier ist gar nichts. Hier stand nur der Kerl. Okay. Dann... Ach, jetzt müssen wir hier rüber. Und da ist nochmal ein Scheinwerfer. Das heißt, es werden wieder... Was? Kommen... Ach doch. Es kommen wahrscheinlich wieder einige Gegner. Ich möchte da gar nicht rein, glaube ich. Was? Da. Da bist du. Ich habe keine Ahnung. Ah, hier steht einer hinter. Ach Gott. Die waren mega böse. Ich erinnere mich. Jetzt, wo ich sie sehe. Na komm. Mensch. Oh Mann. Oh krass. Also jetzt finde ich es gerade ein bisschen heftig hier. Oh Gott, mit der Gegneranzahl und mit diesen ganzen vielen verschachtelten Gängen und Wegen. Da hat man teilweise gar nicht wirklich so einen... Oh, da liegt was. So einen Überblick. Was da jetzt hinter der nächsten Ecke lauert. Hier lauert gar nichts. Was? Wo schießt denn da überhaupt einer? Ja, toll. Rechts, links. Sowas liebe ich, ja. Oh, Kraut. Da ist auf jeden Fall ein rotes Fass. Ach so. Ah, alles klar. So. Gott, an das hier kann ich mich gar nicht erinnern. Was ist denn das da oben Cooles? Wer zur Hölle schießt hier? Und wie komme ich da hoch? Ach Mist, jetzt habe ich hier so eine Kiste, wo bestimmt was Tolles drin ist und weiß nicht, wie ich da hochkomme. Das ist ja doof. Ah, natürlich. Einfach nur mal richtig um den Felsen hier rumgehen. Was ist das denn? Ein Goldluchs. Ach Mensch, da kann ich ja auch was einsetzen. So. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, wo jemand auf mich schießt. Ist das immer noch der hier vorne? Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Oh ja. Oh Gott. Wow. Hilfe, zurück, Leon. Mist. So, ich glaube, wir... kombinieren das mal und das verwende ich auch direkt.
ist ja voll unfair, wenn ihr da euer Dynamit habt. Ah, da ist ein Fass. Ich müsste nur auf das Fass zielen. Ja, toll. Das hat aber nur den einen umgebracht. Da kommt nichts... Ach gut, da kommt nichts raus. Oh. Ich bin... zu hektisch hier mal wieder unterwegs. So, und du noch. Dankeschön. Du hinterlässt auch was. Hier ist ja noch mehr, oder wie? Oder was? Ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Das hört sich ja auch immer so an, als wären die schon total nah. Oh. Was? Wieder so einer. Oh, oh. Also echt, die Geräusche, die die machen, merkwürdig. Sehr merkwürdig teilweise. Oh, oh. Nein. Was? Ich treffe hier gar nichts, Leon. Komm schon. Weg. Weg. Ist mir viel zu unsicher. Ah, dieser Blödmann. Dieser Blödmann. Wisst ihr was? Der nervt mich hier ganz schön. Ich höre aber noch einen mit einem Elektrostab. So, ich hoffe, ich kann jetzt da oben hin. Mir das hier eben holen. Sehr gut. Und dann würde ich gerne wieder zurück. Und... na klar, hier oben rein. Gib mir Munition. Nein, er gibt mir keine Munition. Oh! Es hörte sich gerade so an, als hätte die Musik aufgehört. Ja, ja, komm. Du gibst mir Munition. Ach, es ist toll, wenn man hier so gar nichts sieht. Da wurde ich gerade angeschrieben. Das ist auch nicht schön. Nee, ich möchte noch nicht runter. Ich möchte mir jetzt mal das hier holen. Gewehr und grünes Kraut. Sehr gut. Was? Wo sind denn hier immer noch welche? Ich hätte gern mal... ach. Hä? Kommen da welche von unten, sodass ich den Wagen hier anschießen kann? Ach. Das hätte ich vorhin machen sollen. Klar, ich hätte einfach durch den Gang hier gehen müssen, durch diese kleine Höhle. Dann wäre ich die alles schneller losgeworden. Ja, egal. Kann man ja leider nicht wissen. Komme ich jetzt hier einfach so durch? Da ist ein Schalter. Ja! Eben nachladen. Mir wäre jetzt auch ein Speicherpunkt total lieb und nicht hier wieder... Sieht das nach Händler aus? Ja, und Schreibmaschine. Sehr gut, Hallöchen. Ich möchte erstmal kurz gucken. Wir haben gerade den Lux gefunden. Ich glaube, die Lampe kann ich jetzt auch mal verkaufen, oder? Und die beiden Masken hier. Also ich meine, dafür werden wir nichts mehr finden mit drei Löchern. Nein, kein Smaragd und kein Spinell. Okay. Welcome. Mein lieber Händler. Ja, du hast wieder tolle Sachen.
Mit dem Geld, na, sieht so mittelmäßig aus. Ich werde jetzt erstmal... Smaragd, klein, aber dennoch wertvoll. Mm, die behalte ich mal. Ich verkaufe jetzt die Augen. Ja, natürlich alle. Ich verkaufe jetzt auch die Lampe. Ich verkaufe jetzt auch die Maske. Und die auch. Den Goldlux behalte ich noch mal ein bisschen. So, Schatzkarte Insel brauchen wir nicht. Killer 7. Eine durchschlagender 45er Magnum mit geringem Rückstoß. So. Level 13, Level 25. Ladegeschwindigkeit. Ho, ho, ho. Okay. Aber ich weiß jetzt gar nicht, wie es bei unserer aussieht, die ja schon ein bisschen getuned ist, oder? Das könnt ihr mir ja gerne mal schreiben. Ich werde auch nicht so viel im Voraus aufnehmen. Also soll ich die Killer 7 kaufen oder soll ich bei der Broken Butterfly bleiben? Könnt ihr mir ja mal schreiben. Raketenwerfer, Schulterstütze. Ach ja, die wollte ich ja schon die ganze Zeit, ne? Schulterstütze. Was bringt mir das? Absorbiert und verteilt 80% des Rückstoßes und sorgt für erhöhte... Ah, ja, komm. Jetzt kaufen wir sie endlich mal. Thank you. Erste Hilfe hat er nicht. Come back anytime. Okay. Jetzt werde ich... Moment, ich würde mal gerne wissen, ob ich die in irgendeiner Art und Weise hier kombinieren muss. Ja, natürlich muss ich das. So nämlich. Ah, dann sieht das Ganze so aus. Okay, ist doch an sich gar nicht mehr schlecht. Na gut, nur 5 fürs Gewehr. Direkt mal nachladen. Und dann auf jeden Fall speichern.